Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slam Ranger. Ich habe offscreen den Weg nach Hause gefunden und habe natürlich wieder ein bisschen was gefarmt, halt Geld, Schleimkacke verkauft, was auch immer so angefallen ist. Und ja, ich will heute mal testen, ob ich diese Quanten oder Phosphor oder diese Golddinger brauche, um dieses eine riesengroße Tor zu öffnen. Wir haben 16.000 auf der Hand. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich irgendwas noch verkaufen kann. Und wenn ja, was wir uns kaufen davon. So, 16, 32. Fehlt doch noch was. Naja, egal. 30 reichen auch aus. So, also in den kommenden Folgen will ich versuchen, definitiv das Tor zu öffnen, das große. Und ich denke mal, wir werden es hinkriegen. Aber es hat sich ja noch was... Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Habe ich das in den Folgen gemacht oder offscreen? Wir haben jetzt hier ein paar schöne... Säbeljäger-Logos. Und wir haben Säbelzahn-Meets-Slimes. Denn, ja, ich finde die knuffig, die sehen cool aus und die geben zweimal Schleimkacke. Viermal sogar, wenn sie Lieblingsessen bekommen. Was mir sehr gefällt. So, da holen wir uns hier nochmal ein bisschen Schleimkacke. Ey, was ist denn das hier? Läuft! Jo, da haben wir alles, da ist nichts drinne. Paluff, paluff. So, hier, der ist fertig. Das können wir alles verballern. Mal alles hier reinschmeißen. Ne? So. Ja. Okay, da holen wir uns nichts. Hier haben wir noch was drin. Und hier haben wir auch noch was drin. Sehr schön. So. Dann gehen wir das verkaufen und dann werden wir mal in Richtung... riesengroßes Tor gehen, um zu schauen, was uns da genau erwartet. Und wir versuchen es mal aufzubekommen. So, da regnet es erstmal wieder schön Money. Läuft. Ja. Hier sehen wir die Säbelzahn-Nizis. Und da oben blinkt schon wieder eine Nachricht auf. Auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Hier wächst irgendwie überhaupt nichts. So, jetzt muss ich ganz stark überlegen, wie kommen wir am besten dahin. Ich glaube über den Teleporter. Wir
nehmen uns auch vorsichtshalber mal ein paar Früchte mit. Falls wir ein paar von diesen Slimes finden und füttern müssen. Ne? Ich muss nämlich einmal durch das Tor zu den Ruinen. Map geht weg. Irgendwie. So. Dieses komische Tor war. Jetzt müsste ich lügen. Hier hinten war es nicht. Was hier hinten lang? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welche Richtung ich muss, um zum Tor zu gelangen. Okay. Hat sich erledigt, ich hab's gefunden. So, die Gordos haben wir ja hier hinten schon platzen lassen. Da ist zum Beispiel so ein gelbes Ding. Da ist eins. Du sollst essen und dich hier nie unsichtbar machen. Oh. Hallo, ihr sollt essen? Fünf, sechs Stück. Oh, hier ist noch eins, vorsichtshalber. Die drei brauchen wir nicht. So, jetzt suchen wir uns halt nochmal das Tor. Um zu gucken, ob das die richtigen sind. Wenn ja, wäre es ja praktisch. Denn ich weiß nicht, was ich sonst nutzen sollte, außer goldene Schleimkacke. Da hinten war der große. Ich muss jetzt ernsthaft gerade selber überlegen, wo das war. Nochmal. Nee, hier war ja auch so ein großer Schleim drin. Palim, Palof, Palam. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist was Blaues zum... Ja! So, jetzt, alles klar, die reichen ernsthaft aus. Wir haben den Teleporter aktiviert.
Rauch, Feuer und Spiegel. Wir sind in der Glaswüste. Das heißt, neue Slimes, neue Früchte und was auch immer alles neu kommt. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Butterkaramellfarbener Teleporter. Sehr schön. Ein Warp-Teleporter. Ja, goldener Ingwer. Den haben wir ja gerade eingesammelt. Okay, das kann man nicht einsammeln. Schade eigentlich. Das auch nicht. Das ist ein normales Hühnchen. Das auch. Findet man hier überhaupt irgendwas Neues außer Ingwer? Wer weiß, wer weiß. Kann ich das mit Wasser abschießen? Nee. Ist hier überhaupt irgendwas? Jetzt mal so ganz doof gefragt. Bis jetzt kommt mir das. Was denn das? Ein Derwisch-Slime. Cool, das ist mein neuer bester Freund. Noch einer. Oh, noch mehr. Tschüss. Was bist du? Achso, da habe ich doch schon. Hey, weg mit dir. Mein Team schleichen gibt's, ne? Ein stinknormales Hühnchen. Das auch. Schade, ich dachte, ich kann's abschießen. Was? Oh, cool. Die behalt mal. Ja gut, hier möchte ich nicht runterfallen. Oh, ist ein Arsch. Schreckt er mich einfach. Da oben ist ein neuer Slime. Ach cool, das sind die bemalten Hühnchen. Hier, euch brauche ich... Obwohl doch, wartet mal. Vielleicht frisst ja dieser große Schleim das. Das wäre natürlich episch. Also behalten wir die doch mal. Das ist normales Küken. Und da hinten habe ich was für meinen Schlüssel gesehen. Hey. Ach, Fleisch willst du haben. Ach, dann frisst du bestimmt die bemalten Küken. Also schießen wir das hier erstmal weg. Das werden wir nicht brauchen. Hui. So, wir öffnen direkt das erste Türchen. Das holen wir uns auf jeden Fall. War wieder nur Scheiße drin, ne?
Boah, das. Alter! Ah! Lass mich! Nee! Was da? Was? Wieso? Pflanze, beschütz mich! Boah, der sieht cool aus! Meine! Ey, ich will noch mehr so eine coolen Feuerschleims! Boah, hier! Boah, die sind ja cool! Na gut, dann werden wir jetzt erstmal in die Richtung uns aufmachen und... Hier gibt's so viel, ja... Was ist das denn? Der will auch irgendwas Blaues. Der da oben auch. Das ist doch so ein Felsschleim-Ding. Ah, okay. Gut. Also wir brauchen von den Feldslimes ein bisschen was. Jetzt will ich erstmal wieder hier hoch. Oh, und das nächste Türchen. Das öffnen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.